beim Vereinsvergleichskampf TuS Gerresheim-Düsseldorf gegen ASV Lüdenscheid am 6.10.2001 in Lüdenscheid boxt Mike Stark, Sportclub Vogelheim, gegen Konstantin Specht, Schwerter Boxsport. Sekundiert wird Mike von seinem Vater Peter. Ringrichter war Winfried Fabel. Der Kampf fand ohne Punktewertung für den Vergleichskampf statt. Bei der Stadtmeisterschaft am 7.10.2001 in Duisburg-Walsum, Manuel Fisch vom Sportclub Vogelheim wird vom Trainer des Vereins Franz Stahlschmidt vorbereitet für den schweren Kampf. Timur Musafarov mit seinem Trainer Viktor Ginkel. Manuel Fisch mit seinem Trainer Franz Stahlschmidt. Manuel Fisch, Sportclub Vogelheim gegen Timur Musafarov, Boxclub Kanab Essen. Timur Musafarov, Boxclub Kanab, wurde Sieger nach Punkten. Beim Pokalturnier des Bezirks Arnsberg am 14.10.2001 in Dortmund boxte Mike Stark, Sportclub Vogelheim, gegen Somich Ak Kaue, ÖSG Victoria 08 Dortmund. Der Ringrichter Udo Sass verkündet als Sieger Somich Ak Kaue. Enttäuschung bei Mark und Peter Stark. An dem westdeutschen Ausscheidungsfinale für die internationale deutsche Juniorenmeisterschaft am 3.11.2001 in Bergisch Gladbach nahm Patrick Korte vom Sportclub Vogelheim teil. Er wird vorbereitet vom Vereinstrainer Franz Stahlschmidt. Sein Gegner Robert Michalik, VfR Übach-Pallenberg. Patrick Korte, Sportclub Vogelheim gegen Robert Michalik, VfR Übach-Pallenberg.
Patrick Korte erhielt in der ersten Runde eine Verwarnung. In der zweiten Runde warf sein Trainer das Handtuch. Die große Enttäuschung bei Patrick Korte. Allerdings hatte er auch eine schwache Leistung gezeigt. Sieger durch Aufgabe in der zweiten Runde wurde Robert Michalik, VfR Übach-Pallenberg. Beim Sichtungsturnier am 11.11.2001 im Leistungszentrum Essen-Stoppenberg boxte Cevdet Gashi vom Sportclub Vogelheim gegen Philipp Messinger, TuS Gerresheim. Betreut wurde Gashi von Peter Stark. Sieger nach Punkten und nach einem starken Kampf wurde Gashi Sportclub Vogelheim. Ringrichter war Hans-Hermann Sangen. Gashi erhielt vom Geschäftsführer des Sportclub Vogelheim, Karl-Heinz Wolf, eine Urkunde für seinen 50. Kampf. Begeisterung über den Sieg von Gashi, Peter und Mike Stark. Messinger und Gashi. Niklaus Boxen am 1.12.2001 beim Boxring Kanab. Senja Ziazik vom BC Steele wird in der Ecke betreut von Jörg Grunsdorf und Jörg Amer vom BC Steele. Der Kampf war ohne Wertung. Ringrichter war Dieter Kolacik, Trainer Boxring Kanab.